Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Satisfactory. Wir haben in den letzten Folgen unsere Eisenschmelze hier mal wieder angefangen. Was heißt mal wieder? Eine Eisenschmelze angefangen. Wir haben 24 Platten. Wir haben aktuell das Ziel, einen Weltraumlift zu bauen. Aber ich möchte gerne erstmal den Meilenstein des Basisbaus aktivieren. Aber hier läuft gerade nichts, weil wir keine Energie mehr haben. Wir brauchen mehr Treibstoff. Haben wir hier haben wir noch das hier. Aber wir haben keine Biomasse mehr. So, du läufst ja aktuell. Okay, jetzt läuft er nicht mehr. Aber dann werden wir uns mal schnell aufmachen, ein wenig Biomasse sammeln. Au. Da sind wir wohl ein bisschen zu weit gefallen. So, schön Pflänzchen pflücken. Fühlt man sich wie so ein kleines Blumenmädchen. Bin ich denn ein hübsches Mädchen? Und da wir jetzt ein bisschen was haben. Mitnehmen. Das hier noch. Das bringen wir jetzt erstmal zurück, damit das hier oben wieder weiterläuft. Ja. Vorkommen ist auch größer als gedacht. Oh, okay, Förderbänder laufen weiter auch ohne Strom. Also wie eigentlich in jedem Spiel. Hier kommt das hin, hier kommen die hin. Ich weiß gar nicht, wie teuer wäre es, wenn ich Hindernisbeseitigung 500 Schrauben. Aber ich glaube, der wäre erstmal besser. Schrauben brauche ich Stangen. Stangen brauche ich mit. Brauche ich, das ist gut. So, du läufst. Gehen wir nochmal wieder sammeln. Weil mit Hindernisbeseitigung bekommen wir, wie ihr ja gesehen habt, eine Kettensäge und mit der können wir auch solche Bäume hier fällen. Und wenn wir diese Bäume fällen können, kriegen wir wesentlich mehr Treibstoff dran. Sogar schon ein kleines Quarzvorkommen. Ja, da ist dieses Artefakt. Diese Kugel. Aber die Dinger sind ekelhaft. Die spawnen so kleine Randfliegen. Und die machen eigentlich ganz gut Damage. Da will ich mich jetzt noch nicht ranwagen. Das werden wir schon alles noch machen. Denn bei diesem Let's Play haben wir keine Zeitbegrenzung. Nee, die spawnen gar nicht die Feuerfliegen. Die spawnen Gift. Ob ich es schaffe, schnell genug? Probier es einfach. Eine Mörser-Sphäre. Und gleich tonnenweise Biomasse.
Haben wir ein bisschen was gesammelt. Mal ein bisschen unter Wasser gucken. Hey, komm her. Meins. Da wir Beton brauchen, nehme ich das hier gleich noch mal alles mit. Und dann geht's gleich wieder zurück. Zu dir hab. Du musst hier fleißig Stangen. Miner kann ich hier reinpacken. Huch. Die Bären. Schnicker. Hier dieser Panzer. Das Artefakt hier mit rein. Dabei. Wir brauchen jetzt 500 Schrauben. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Aber wie gesagt, wir haben in diesem Let's Play so viel Zeit, wie wir haben wollen. Von daher passt das schon. Warten wir halt ein bisschen auf die Schrauben, aber mein Gott. Schlimmeres. Klar, ich könnte jetzt auch Maschinen bauen, um das Ganze zu automatisieren, aber da warte ich lieber noch ein bisschen. Weil je mehr ich jetzt baue, umso mehr muss ich später umbauen. Und da ich später nicht allzu viel umbauen will, mache ich das Ganze jetzt auf die etwas länger dauernde Variante, aber dafür können wir dann später alles in Massen haben. Weil dann haben wir Platz, Ressourcen, Zeit, alles was wir brauchen. Und uns geht das Kupfer aus. Genießen wir einfach in der Zeit ein wenig die Musik. So. Die Kabel sind jetzt auch durch. Kupferbarren könnte ich halt noch machen. Fünf brauchen wir noch. Und damit hätten wir das. Beton haben wir zu wenig. Da kommen wir nicht auf die 100. Das ist schlecht. Weil wir haben ja hier jetzt die 100. Schrauben haben wir auch gerade mal die Hälfte. Das ist nicht so, wie ich mir das wünsche, aber egal. Das heißt aber erstmal, wir können hier die 100 reinpacken, das hier und das. So.
So, du wirst mir Schrauben machen. Das lege ich da jetzt erstmal rein. In der Zeit können wir nämlich den Beton holen gehen. Da hinten wäre zum Beispiel auch nochmal Beton. Das hat man ganz kurz gesehen. Wow. Man sieht dann immer so einen Puls aufsteigen. Und dorthin ist auch nochmal was. Aber mit dem, was wir aktuell haben, sollten wir eigentlich ganz gut auskommen. Also, dass das hier schon wieder alle ist. So, wir haben Beton. Damit können wir jetzt noch mal 34 Stück machen. Dann haben wir da die 100 voll. So, 34 und dann brauchen wir noch einen Haufen Schrauben. Hier gleich sticken. Sportinventarplätze. Und dann haben wir den Meilenstein für den Basisbau. Fünfzig brauchen wir ja noch mal. Wir haben 256 von 500. Also brauchen wir ein bisschen unter 250. Das dürfte reichen. Und jetzt können wir nämlich hier den Frachter starten. Und damit fliegt dieses Gerät hier jetzt los. Und oben rechts, ja, oben rechts sehen wir jetzt in 2 Minuten 44 kommt das Ding zurück und da können wir dann das nächste starten. Also wir können jetzt hier nicht den nächsten Meilenstein gleich machen. Wir können ihn zwar auswählen, aber wir können es noch nicht reinpacken, weil der Frachter ist halt unterwegs. Halt. Was wir jetzt machen können, ist eine Kettensäge bauen. Brauchen wir 5 von den verbesserten Platten. Heißt, wir brauchen Schrauben und Eisenplatten. So, die Stangen haben wir alle durch. Und die Platten machen. Nur für die Kettensäge brauchen wir halt festen Biotreibstoff. Deswegen habe ich jetzt nicht alles an Holz verbraucht. So, 5 Platten. Ah, 25 Stangen, 160 Schrauben. Und 15 Kabel. Halt, kann ich das nicht hier, ja, rechte Maustaste. To-Do-Liste. Und da sehen wir jetzt eine Kettensäge. Die verstärkten Platten haben wir. So, du machst mir wieder die Platten. So, wir haben die Schrauben, wir haben die Platten. Uns fehlen die Stangen.
Und da fehlen uns noch ein paar Kabel. Ich mache jetzt das Eisen hier einfach mal durch. Weil wir jetzt hier gleich fertig sind damit. So. Und jetzt Kupferbarren. So, und da wir mal zwei Draht für ein Kabel brauchen, habe ich auf die 30 gewartet, damit ich die 15 herstellen kann. So. Und damit haben wir alles für eine Kettensäge. So. Klinge raus. Und jetzt brauchen wir Brennstoff. Und zwar diesen festen Biotreibstoff. Den machen wir aus 8 Biomasse. Und die machen wir halt entweder aus Holz oder aus Blättern. Deswegen habe ich die Blätter aufgehoben. Alles gut, dass die Bauern immer noch einen Hammerschlag. Also mache ich das einmal pro Sekunde, glaube. Oder wie auch immer. Problem ist, dass ich brauche jetzt 10 Schläge. Aber jetzt merkt man schon, die Kettensäge ist am Laufen. Und wenn wir hier mit durch sind, können wir richtig Biomasse sammeln. Und dann können wir anfangen, den Meilenstein fertig zu machen. Wo ich gleich mal gucken kann, ob wir eventuell schon genug Platten haben. Wenn dann brauchen wir, können wir auf die Stangen umschalten. Und wenn wir das alles haben, brauchen wir nur noch den Beton machen. Das könnte ich theoretisch auch automatisch herstellen. So, Mücke dort. Falls man das Klatschen gerade gehört hat. Aber hier flog eine Mücke von meinem Bildschirm rum und das kann ich überhaupt nicht leiden. Mal kommen die letzten paar Vorgänge hier. Noch dreimal, dann sind wir hier durch. So. Ihr habt keinen Treibstoff mehr, so wie ich mir das schon denken konnte. Blätter rein. Treibstoff rein. Okay, Platten haben wir definitiv nicht genug. Also erstmal Masse sammeln. Damit können wir jetzt auch an sowas hier ran. Das will er nicht machen, okay. Weil anstatt jetzt alles über E drücken einzeln zu sammeln, können wir auch einfach mit der Kettensäge einmal durchgehen. Und dann sammeln wir gleich so eine ganze Masse ein. Also einzeln, das lohnt sich natürlich nicht. Aber damit können wir jetzt hier so einen halben Wald abboden. Teilweise sogar Steine, interessanterweise, die dann einfach mit verschwinden. Aber das macht Ressourcen sammeln schon wesentlich einfacher.
Schön alles wegsägen. Die kann ich gar nicht so einsammeln. Auch gut. Und schon haben wir, naja, ein bisschen Holz, gut Blätter und Blütenblätter gesammelt. Was ich nur schade finde, ist, man kann die Kettensäge nicht als Waffe benutzen. Aber gut, das ist hier auch kein Doom. Das hier ist Satisfactory. Was ich jetzt eigentlich gerne hätte, aber dafür brauche ich einen anderen Meilenstein. Aber ist mir jetzt egal. So, 40 Platten. Was würde es mich jetzt eigentlich kosten? Da bräuchte ich 4 davon. Hier kriege ich hin, das ist gut. Was ich nur noch mache, ist hier aus Holz ein bisschen was herstellen. Ja, den festen Treibstoff. Damit kann ich nämlich jetzt hier hintergehen und hier mal die Hälfte reinlegen. Dann arbeitet er da schon mal. Dann würde ich gerne. Ja. Wollen wir noch Kupferbarren? Grüner Draht. Und dann schließen Kabel. Baue ich mir hier drüben einfach mal einen Konstrukteur hin. Ich noch mal ein bisschen was für Draht. Und ja, für alle, die selber spielen, mit mittlerer Maustaste kann man hier Gebäude kopieren. So, bin ich im Baumenü, Gebäude angucken, mittlere Maustaste, dann kopiert man das. So, ein paar Platten haben wir noch, das ist gut. Dann kann ich nämlich dich daran anschließen. Brauchen wir Stangen. Stangen kann ich nicht machen. Jetzt können wir ein paar. Und dann hätte ich gerne hier einen Container. Und für die Strecke brauchen wir natürlich 3 Platten. Jetzt gedacht. So, und du stellst mir nämlich festen Treibstoff her. Und du erstmal Biomasse aus Holz. Und dann brauche ich mich dann nämlich nicht mehr selber drum kümmern.
Mist. Und jetzt sieht man hier links, unsere Sicherung ist durchgebrannt. Also, das bedeutet, unser Konsum. Also, Konsum zeigt, wie viel wir aktuell verbrauchen. Kapazität zeigt, was wir maximal produzieren können. Produktion zeigt, wie viel wir aktuell produzieren. Und maximaler Konsum ist das, was alle Maschinen, die aktuell an diesem Stromkreis angeschlossen sind, ziehen können, wenn sie alle aktiv sind. Normalerweise sollte man seine Kapazität über dem maximalen Konsum halten, aber den Konsum immer unter der Kapazität. Jetzt ist es aber gewesen, hier hinten, wir hatten, das waren es jetzt nicht. Aber wir sind halt kurzzeitig mit unserem Konsum über unsere Kapazität gekommen. Deswegen ist es ausgegangen. Dann legt man einfach den Hebel um und schon geht das Ganze wieder. Jetzt haben wir 40 Megawatt. Eine Produktion von 21,1. Weil das läuft jetzt alles. Und der kann uns hier nämlich jetzt den Biotreibstoff schön herstellen. Da wird alles hier drin eingelagert. Und wenn der hier hinten durch ist mit dem ganzen Holz, was er jetzt ist, kann ich hier auch einfach auf Blätter umschalten und dem die ganzen Blätter reinlegen. Später habe ich dann einen Lagercontainer, einen intelligenten Splitter oder sowas und dann. Ne, ich habe zwei von den Maschinen und zwei Container, wo ich dann Blätter und so weiter reinpacke. So, was sagst du hier? Platten sind da. Reicht's schon? Nein, nicht ganz. Aber Platten kann ich noch ein paar machen. Dann schalte ich hier drüben schon mal um auf Eisenstangen. Platten sind drin. Und wir können noch ein bisschen Beton anmischen. Aber auch noch mal was holen müssen. Da werde ich euch jetzt gleich mal für die nächste Folge noch was mit vorbereiten. Und zwar, wir haben ja noch. Obwohl, hinten steht noch ein mobiler Miner. Du da. Brauchen Platten, mehr nicht. Gut. Dann nehme ich den mal wieder in der Hand. Weil wir brauchen eh jetzt noch Beton. Also heben wir uns beide Miner gleich auf. Produktion Miner. Brauchen wir Stangen für, Mist. Den Strommast auch. Na gut. Aber wir haben schon mal den Miner stehen. Und dann wird das Ziel für die nächste Folge. Oder was heißt Ziel für die nächste Folge? Ich würde gerne dann in der nächsten Folge diesen Miner anschließen. Sowohl mit einer Leitung als auch mit einem Constructor. Wenn ich mal gucke, kann ich da noch schnell. Bestimmt kann ich da noch die zwei verstärkten Eisenplatten machen. Und dann können wir uns nämlich Beton und Eisenplatten herstellen schon mal. Weil beides brauchen wir dann für den Basisaufbau. Weil die Fundamente, das kann ich nicht einsehen. Wollen halt Eisenplatten und Beton. Kabel brauche ich noch. Hey, geh aus. War ich rausgetappt? Irgendwas umgeschalten? Nein. Ja.
Ich bedanke mich dann auf jeden Fall an dieser Stelle erst einmal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, dass es euch mal wieder gefallen hat. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir dann Beton aufbauen und hoffentlich unseren Umzug anfangen oben auf den Berg drauf. Und damit sage ich an der Stelle, wenn wir das hier aufgebaut haben, dann steht. Und damit, tschüss.